Maschine ist in der Luft, die JUS 500D von Stefan Hütte. Und der Stefan Hütte ist auch jemand, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und diese Modelle auch in eigener Regie konstruiert, baut und letztendlich verkauft. Also es lohnt sich auch hier mal bei ihm zuzuschauen, A, wie das Modell jetzt gleich hier funktioniert. Und B, dann mal aus der Nähe hingehen, mal gucken und sich vielleicht mal bei Interesse mit ihm auch über die Anschaffungskosten von so einem Modell unterhalten. Das ist nämlich auch ein Präzisionsmodellbau, wie er, wie gesagt, auf einem gleichen Level ist, wie vorhin von Heliclassics.de skizziert. Das geht fast nicht mehr zu toppen. Seine Bahnen durch den Himmel wie auf der programmierten Straße. Diese JUS 500D geht wie auf Schienen. Das ist echt sensationell. Und er ist natürlich auch in der Gnade der Pilot. Waldmann geht vorzeitig nach Haus. Vielen Dank, Stefan, an der Stelle vor den Zuschauern natürlich auch nochmal für deinen Einsatz die letzten beiden Tage. Thank you.
Ja, dieser 5-Blatt-Hauptrotor, der hat eine dermaßen Energie, das ist unvorstellbar. Das Ding geht wie angezündet. Charakteristisch natürlich die leicht hängende Lage der US 500, weil man muss schon leicht rückwärts ziehen, damit das Hubschraubermodell an Ort und Stelle bleibt, weil einfach der Abgasstrahl dermaßen trotzdem noch gibt, dass es für das Hubschraubermodell leicht vorwärts geht. Und hier wirklich eine grandiose Vorführung über 2 Tage. Unser Modellflugsportler Stefan Witte. Zur nächsten News, nämlich der News vom Heiner Schäfer nochmal. Ich glaube, das ist der Pilot mit den meisten.